Hallo, ich bin Lars von Zoom und wollte euch heute den L12 Live-Track Mixer vorstellen. Versteht ihr mich alle ganz gut oder ansonsten kommt näher, so viele sind gerade nicht da, dann kommt ruhig nach vorne. Dort sehen wir den Live-Track. Das ist ein digitaler Mischer, wie man recht gut erkennen kann, mit Features, die direkt fürs Band-Recording, für semi-professionelle Bands im Proberaum, die sich aufnehmen wollen, Demos produzieren wollen und live arbeiten. Wir haben in der Eingangssektion 8 Mikrofonvorverstärker. Die ersten beiden Kanäle können auf Hi-Z umgeschaltet werden. Ich habe in jedem Kanal ein Pad. Ich habe 2 Stereo-Eingänge. Und die Monokanäle besitzen einen One-Knob-Kompressor. Und für jeden Kanal gibt es einen Equalizer, den wir hier haben. Das heißt, über die Select-Taste kann ich mit dem Dreiband-Equalizer jeden Kanal einzeln einstellen. Ich habe einen zuschaltbaren Low-Cut, ich kann das Panorama für jeden Kanal einstellen. Und dann haben wir für jeden Kanal einen Fader mit LEDs und wir sehen das jetzt hier ganz gut, dass überall ein Punkt leuchtet. Das ist die Stelle, wo der Fader zuletzt gewesen ist. Denn der erste große Vorteil des L12 sind die Anzahl der Kopfhörerausgänge. Wir haben hier 5 einzeln beschickbare Kopfhörerausgänge, sodass ich für jeden Musiker in der Band bei der Live-Performance, beim Recording oder im Proberaum einen individuellen Mix erstellen kann. Den erstelle ich über diese Layer, sodass ich halt zum Beispiel dem Schlagzeuger über die USB-Return auch einen Backing-Track geben kann, der nicht auf dem Master liegt und auch nicht beim Gitarristen oder beim Sänger mitkommt. Ich kann alle Einstellungen abspeichern, sodass ich sie dann halt quasi einmal ein Live-Setup für die Band habe, ich habe einmal ein Proberaum-Setup oder aber auch, wenn man mit dem Mixer als Engineer verschiedene Bands abmischt bei einer Performance, kann man das alles abspeichern. Die Effekteinstellungen werden auch gespeichert und so kann man recht individuell mehrere Geräte einsparen, weil alles im Mixer drin ist. Ich habe die Kopfhörerverstärker im Mixer, ich habe insgesamt letztendlich 5 AUX-Wege für die Kopfhörermixe, ich habe ein integriertes Hall-Delay-Effektgerät und ich habe einen integrierten Mehrspurrekorder. Und dadurch spare ich eine ganze Menge Geräte ein. Der Mehrspurrekorder besitzt oder hat die Möglichkeit, alle Spuren einzeln trocken nach dem Kompressor aufzunehmen und aber auch die Summe mit Effekten, sodass ich quasi einen Live-Mitschnitt von meinem Konzert machen kann und später die Einzelspuren nochmal nachbearbeiten kann. Wir haben jetzt hier ein Demo-Projekt laufen. Und wenn ich jetzt für den Schlagzeuger einen anderen Mix machen will, wähle ich einfach hier einen anderen Layer aus. Ich sehe, wie es jetzt eingestellt wird und kann dann für ihn entsprechend die einzelnen Kanäle rausfiltern, die er nicht braucht. Und wenn ich das bewege, wird der Master nie in irgendeiner Form beeinflusst. Für viele Leute ist es erstmal ein bisschen ungewöhnlich, dass man an dem Fader, wo man seinen Mastermix macht, auch die AUX-Wege mit ansteuert. Aber in dem Moment, wo ich den Layer umgeschaltet habe, passiert am Mastermix nichts mehr. Kurz zum Effektgerät. Wir haben 12 Effekte integriert, primär Hall, Delay, die man halt für Live-Anwendungen braucht. Es ist ein rudimentäres Effektgerät, wir sprechen hier nicht von einem High-End-Effektgerät, was alles abdeckt. Rudimentär, so wie man es für einen einfachen Bühneneinsatz braucht. Ich kann aber die Effekte einzeln beeinflussen, sprich die Delay-Zeit, Feedback, Decay, kann ich alles pro Kanal mit einstellen. Ich habe durchstimmbare Mitten im Equalizer und ich habe bei den Effekten auch 4 Patches, die dann schon quasi rundum Sorglos-Paket für Vocals sind. Wie schon gesagt, werden bei der Aufnahme der Einzelspuren die Effekte nicht berücksichtigt. Wir nehmen die Spuren clean auf, sodass ich problemlos nachbearbeiten kann. Und die Aufnahme selbst geschieht auf SD-Karte, auf der Rückseite. Das kriege ich jetzt nicht auf die Kamera, wir kommen nachher einfach mal her. Habe ich einen USB-Host, das heißt, die Band hat sich im Proberaum aufgenommen und jeder möchte zu Hause gerne mal ein bisschen nachbearbeiten. Kann ich ohne Computer, ohne irgendein weiteres Gerät alle Einzelspuren auf den USB-Stick kopieren und dann kann jeder aus der Band das mitnehmen und seinen eigenen Mix machen oder auch gucken, okay, wie beschissen habe ich gespielt, was muss ich nächstes Mal besser machen.
Also ist halt auch wirklich eine gute Übungskontrolle und der Mixer deckt halt eigentlich das Potenzial oder die Notwendigkeit ab, die eine junge Band eigentlich hat. Man will sich abmixen, kann er, Grundfunktion. Ich möchte mich auch gerne mal aufnehmen, aber bin jetzt, habe nicht die Möglichkeiten, 2.000, 3.000 Euro für ein Studio auszugeben. Und ich kann den Mixer auch mit auf die Bühne nehmen und habe alle Funktionalitäten von einem modernen Digitalmixer. Was ist noch wichtig? Wir haben bei den Ausgängen noch einen Monitorweg. Der ist parallel mit dem ersten Kopfhörerausgang, sodass man auch mit normalen Bühnenmonitoren arbeiten kann. Jetzt müsste ich wissen, soll ich mehr in die Spezifikation gehen? Wollt ihr noch wissen, mit wie viel Kilohertz er aufnehmen kann? Oder wie schwer er ist? Also stellt Fragen, kommt her und fragt was. Es ist mehr ein Hands-on als ein Vortrag. Okay, die Frage ist, ob ich für diesen Kanal, wenn ich ihn jetzt hier angewählt habe, den Effekt individuell einstellen kann, um dann zum nächsten zu gehen und anders zu machen. Das geht nicht vollständig, denn es ist nur ein Effektprozessor drin. Das heißt, ich wähle einen Master-Hall-Effekt aus und kann den dann, und das sieht man hier, alles was blau ist, kann ich pro Kanal einstellen. Das heißt, hier habe ich den Send-Effektpegel, sodass ich den Anteil des Effektes pro Kanal regeln kann. Was ich nicht kann, ist die Einstellung des Effekttypens pro Kanal individuell. Das ist dann in der Preiskategorie, auch wo sich der L12 befindet, nicht mehr möglich. Dann würde man die Zielgruppe einfach verfehlen und dann ist es auch am Markt vorbei. Genau. Wir haben auch ein Mikro sonst. Ah, cool. Das ist gut. Einfach dann weiterreichen. Also, wenn Fragen sind, an der Stelle. Ja, ich komme rum. Also, ich hätte eine Frage zur Aufnahmequalität. Die wird ja oft bei den Mixern bemängelt. Und wie ist es hier? Okay. Zoom ist bekannt als Marke bei euch. Zoom ist bekannt geworden, okay, angefangen mit Gitarreneffekten, aber eigentlich wirklich bekannt geworden Mitte der 2000er Jahre mit Aufnahmegeräten. Das heißt, wir haben vor 3 Jahren mit dem F8 einen professionellen Field Recorder auf den Markt gebracht. Und all diese Entwicklungen aus den Handy-Recordern, aus den Field-Recordern, aus den Multitrack-Recordern sind hiermit eingeflossen. Es werden nochmal verbesserte Preamps verwendet. Das sind 24-Bit-Wandler mit 96 kHz. Das Audio-Interface arbeitet mit 48 kHz oder bis zu 48 kHz. Und dafür aber parallel mit der SD-Karte. Das heißt, ich kann auf der SD-Karte aufnehmen und parallel streamen. Wenn ich nur SD-Card-Recording mache, nehme ich mit 24-Bit 96 kHz auf. Und ja, es ist hier schwer über die Anlage, das ist nämlich vierfach Mono Surround, habe ich mir erklären lassen. Und die Session ist mit dem Mixer aufgenommen worden, aber man kann es jetzt hier nicht wirklich beurteilen. Da müsste man entweder selber zum Stand kommen, da haben wir auch Kopfhörer da, dass man das mal antesten kann. Aber ich habe vorhin gehört, der Herr dort hat einen L12. Aufnahmequalität? Okay. Also es ist wirklich der Vorteil, dass Zoom aus dem Aufnahmebereich halt kommt und den Mixer drumherum gebaut hat. Also das Herzstück ist halt auch der Recorder und wer die Zoom-Geräte kennt, erkennt auch das Menü wieder und das Display. Also da bleibt sich Zoom auch treu, was die Bedienung und das User-Interface angeht. Und ja, also jeder, der schon mal einen Handy-Recorder, einen H5, mal H4 in der Hand gehabt hat, wird damit zurechtkommen. Weitere Fragen? Mal anfassen? Okay, Kompatibilität. Der L12 als Interface funktioniert mit Mac, PC und iOS. Gerade auf der Bühne ist das ganz praktisch. Ein Computer, egal ob Mac oder PC, steigt dann doch irgendwann mal aus. Der Akku ist alle, man hat nicht noch einen Stromkreis. Er stürzt vielleicht doch mal ab. Gerade bei iOS-Geräten ist es relativ stabil. Und er läuft im Class-Compliant-Mode mit dem iPad, sodass man live relativ gut mitschneiden kann, wenn man jetzt keine SD-Karte zur Hand hat. Oder den Backing-Track aus dem iPad über den Return ans Pult schicken möchte. Auch das geht. Weitere Fragen? Ich habe jetzt noch nicht gesagt, was das kleine Gerät kostet. Also der Mixer, so wie er hier steht, ohne Kabel, also mit Netzteil, aber ohne XLR-Kabel, kostet um die 600 Euro.
Und das müsste man jetzt nochmal zusammenfassen. Wir haben 12 Eingänge, wir haben ein Effektgerät, wir haben einen Equalizer mit durchstimmbaren Mitten, wir haben 5 individuell einstellbare Kopfhörerausgänge, wir haben einen 14-Spur-Recorder integriert, ein 14-Kanal-Interface. Ich habe 4 Rückwege aus dem Computer über USB-Return, die ich auf die Kanäle 9, 10, 11, 12 legen kann. Und das für ca. 600 Euro. Ist meines Wissens derzeit einzigartig auf dem Markt. Ja. Und die Aufnahmequalität, kommt vorbei, hört es euch an über den Kopfhörer. Ja, es gibt noch eine Frage. Also wir haben praktisch zwei Aufnahmemöglichkeiten. Eine ist über USB Multichannel, also einzelne Kanäle. Auf dem PC kann ich dann direkt mit Pro Tools oder mit irgendeiner Funktion sehe ich die Spuren parallel, alle Spuren dann parallel, die er aufnimmt, also 12 Spuren und wie viel ich eingeschaltet habe. Und dann auf der SD-Karte ist dann der Mix drauf, also der Main-Out oder was da drauf. Ja, all das und auf der SD-Karte sind aber auch die Einzelspuren drauf. Sind auch immer drauf, also praktisch parallel zu dem USB, ne? Genau. Das USB ist, wenn ich noch ein Live-Mischpult, also wenn ich noch ein PC mit Live-Aufnahmemöglichkeit, wenn ich während der Aufnahme schon an dem Mix arbeiten will oder so. Genau, also ich kann, das ist ja auch das Konzept dahinter, ich habe einen Live-Gig, ich kann live alles abmischen und parallel die Einzelspuren trocken, ja, also vor dem Effektgerät und vor den Fadern, auf der SD-Karte aufnehmen und oder parallel in einen Rechner spielen. Ja. Und was sind die roten Knöpfe da oben? Also kann ich da zwei Kanäle koppeln oder was bedeutet das? Die beiden? Ja, die beiden. Sind zur Aktivierung der Phantomspannung. Also die Phantomspannung kann in zwei Gruppen aktiviert werden, sodass, okay, wenn ich gerade für Gitarren-Amps oder so vielleicht ein Bändchenmikrofon auf der Bühne habe, dass ich das in die Gruppe packe, wo ich keine Phantomspannung benötige. Was ist jetzt über der blaue Fader da am Ende, also rechts am Ende, was ist da oben drüber? Ist das die Effektauswahl oder was, genau, ist das? Das ist der Effekt Return. Ja, ja. Das heißt, ich stelle pro Kanal individuell den Send ein, ja, und der Effekt Return agiert global, ja, für die Effekte. Ja, mit den zwei Reglern kann ich den Effekt Return links, rechts, also auf, okay. Gut. Okay, gibt es noch weitere Fragen? Ansonsten, ich hätte eine Frage auf jeden Fall. Du hast erzählt, es gibt einen Backing-Track, also beziehungsweise es gibt eine Verbindung von meinem iPad oder meiner SD-Karte direkt als Return in das Gerät. Nicht von der SD-Karte? Nicht von der SD-Karte, also vom iPad. Wenn ich ein iPad anschließe, kann ich also meinen Backing-Track für meinen Song oder mein Digital Performer-Projekt oder was auch immer es sein mag, in meinen Live-Track mit reinbringen und kann den dann, weiß nicht, dem Drummer den Klick auf die Ohren geben, den ich vorher vorbereitet habe, genau, zum Beispiel. Also man verliert dabei, da muss man dazu sagen, natürlich die beiden Stereo-Kanäle, denn das sind die USB-Return-Kanäle. Okay, ja. Das heißt, ich stelle, wenn ich jetzt Digital-Performer habe, eine Spur für den Backing-Track, eine für den Click-Track ein und beschicke die hier und kann dann bestimmen, okay, den Click-Track, den gebe ich auch dem Bassisten noch ein bisschen mit und den Backing-Track gebe ich aber nur dem Drummer. Und das kann ich individuell über diese Mixer einstellen. Und es sind zwei Stereo-Returns. Also zwei Stereo-Returns. Ah, 4, okay, Ausgänge. Alles klar. Ja, an dieser Stelle, ich sage das mal gerade in der eigenen Sache, das Ding, ich habe einen eigenen, also ich hab so einen Field-Recorder, Mischpulte, alles Zeug, Studio-Sachen und so weiter. Aber als ich gesehen habe, dass dieser Live-Track rauskommt, das ist für mich jetzt kein Gerät, mit dem ich einen Live-Gig mischen will per se, sondern das ist für mich die Schnittstelle. Wenn ich im Proberaum spiele, wo alles ultra laut ist, dann kriegt mein Drummer ein Mikro an einer Kickdrum, an einer Snare, mein Gitarrist geht in das Ding rein, der andere Gitarrist auch, der Sänger auch, der Bassist auch, die machen sich einen Kopfhörermix und die hören sich alle auf einmal im Proberaum gegenseitig. Und die haben einen richtigen In-Ear-Kopfhörermix, in dem ich meine Kopfhörer draufstecke und die können miteinander proben und hören sich das erste Mal richtig. Wir haben uns damals für wirklich teuer Geld solche Sachen mit Bands zusammengebaut. Und da mussten wir in Interface gehen, in die DAW, mussten AUX-Tracks erstellen, hatten ganz komplizierte Routings, um uns gegenseitig zu hören, brauchten Kopfhörerverstärker für 19 Zoll, brauchten die Kopfhörer und so weiter. Und das macht ihr jetzt für 600 Euro. Oder 699. Also, nee, 599. 500, das ist der absolute Hammer. Ich finde es eine super Idee. Es gibt keine andere Firma, die dieses Konzept ein
Live-Mischpult, quasi Live-Mischpult mit individuellen Kopfhörer-Mixen für mehrere Musiker macht. Es gibt Produkte, die so in die Richtung gegangen sind, die hatten aber immer zu wenig Mikrofoneingänge für mich, für mein Drumset, was ich abnehmen will und so weiter. Top-Ding, finde ich super. Was ich vielleicht noch vergessen habe, es gibt optional dazu eine Reckwanne, sodass ich es problemlos in jedes 19-Zoll-Reck schrauben kann. Und die wird auch fest montiert unten drunter, sodass da live nichts passieren kann, dass es wirklich fest im Reck sitzt und dadurch auch keinen Platz wegnimmt. Denn wirklich groß ist er nicht, leicht ist er auch, aber stabil gebaut. Ja, perfekt. Super Job. Weitere Fragen? Weitere Fragen? Anstand. Genau, sonst Anstand. Lars, vielen Dank. Zoom, vielen Dank. Ist ein super Ding. Dankeschön. Danke.